Demas hat den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen. Was bedeutet das? Ist Demas etwa ein Beispiel für einen wiedergeborenen Christ, der die Errettung, das Heil Gottes wieder verliert, weil er weltlich lebt? Oder was bedeutet das? Diese und weitere Fragen werden jetzt beantwortet, also bleibt dran. Den jetzigen Zeitlauf liebgewinnen, manchmal wird auch Zeitlauf Äon übersetzt mit Welt, also die Welt liebgewinnen. Was bedeutet das? Dieser jetzige Zeitlauf, dieser Begriff steht in Verbindung mit zwei Tatsachen. Zum einen steht dieser jetzige Zeitlauf Äon in Verbindung mit Satan, denn er ist der Initiator und der Gott dieses Zeitlaufes. Und zweitens steht dieser jetzige Zeitlauf in Verbindung mit dem Begriff Welt. Es ist der Zeitlauf dieser Welt. Und damit ist mit Welt ist dieses von Gott abgefallene, gottfeindliche System gemeint. Dieser Begriff Welt, Kosmos, hat mehrere Bedeutungen in der Bibel. Es kann die Menschheit bedeuten, ganz neutral, oder die Erde als Globus, oder eben auch die Welt als gottfeindliches, abgefallenes System. Und das ist hier gemeint. Es geht also um den Zeitlauf in dieser von Gott abgefallenen Welt. Und diesen Zeitlauf hat Demas lieb gewonnen. Dieser Zeitlauf umfasst also alle Prinzipien, alle Merkmale, alle Angebote, alles, was dieses abgefallene, von Gott feindliche System beinhaltet. Dies hat Demas lieb gewonnen. Und die Merkmale dieser Welt als gottfeindliches System sind folgende. Zum einen ist diese Welt gerichtet gegen Gott, insbesondere gegen Gott, dem Vater. Es ist der Feind Gottes des Vaters. Zweitens ist der Teufel der Initiator und der Herrscher, der Gott dieser Welt, dieses Zeitlaufes. Diese Welt ist geprägt von Verlorenheit. Die Menschen in dieser Welt sind geprägt von Verlorenheit, weil sie dem Gericht Gottes entgegengeht. Die Welt geht dem Gericht Gottes entgegen. Sie wird gerichtet werden. Und deshalb ist sie auch vergänglich. Diese Welt wird definitiv vergehen. Und weil diese Welt ein gottfeindliches System ist, ist sie auch ein sittlich verderbtes System. Absolut verderbtes System, geprägt von absolut antigöttlicher Verderbnis, und sie weckt alle Begierden des Menschen. Das ist die Welt als gottfeindliches System und das hat Demas lieb gewonnen. Nun, was heißt das? In welchem Verhältnis steht eigentlich ein wiedergeborener Christ zu dieser Welt? Zum einen lebt der wiedergeborene Christ räumlich, äußerlich in dieser Welt. Er hat seine Lebensführung in dieser Welt, aber dem Wesen nach gehört er nicht mehr zu ihr. Dem Wesen nach ist er ein Kind Gottes, er hat die Natur, das Wesen Gottes empfangen und ist mit dem Wesen nach nicht mehr ein Teil dieser Welt, er gehört nicht mehr zu ihr. Aber dennoch lebt er in ihr und deshalb hat er in dieser Welt auch noch Bedrängnis, Anfechtung, zum einen zum Beispiel von Satan selbst oder auch von den Verlockungen dieser Welt oder das Leid, das wir noch in dieser Welt haben. Also es ist ein Bereich der Bedrängnis, aber der wiedergeborene Christ hat diese Welt überwunden, in Christus überwunden, durch die Neugeburt, durch den Empfang des göttlichen Lebens hat er die Welt besiegt und überwunden und kann deshalb auch ein Licht sein in dieser Welt, kann also in dieser Welt gemäß der Gebote und des Willen Gottes leben und so ein Licht leuchten in dieser finsteren Welt, die im Bösen liegt. Das heißt also, ein wiedergeborener Christ ist zwar äußerlich in dieser Welt, aber wesensmäßig hat er mit ihr nichts mehr zu tun, er gehört nicht mehr zu ihr. Dennoch besteht das Risiko für einen wiedergeborenen Christ, diese Welt zu lieben, diesen jetzigen Zeitlauf zu lieben, wie Demas, dass man also diese Angebote, diese Prinzipien, diese Merkmale dieser Welt liebt und sich auch ihr anpasst, dass man ihr gleichförmig wird, dass also ein wiedergeborener Christ lebt
wie ein weltlicher Mensch, wie ein Mensch dieser Welt. Das ist die Gefahr, die für einen Gläubigen besteht. Was ist die Folge dessen? Die Folge ist nicht, dass er die Errettung verliert, dass er die ewige Erlösung verliert. Definitiv nicht. Aber er stellt sich auf den Boden in praktischer Weise wie ein Mensch dieser gefallenen Welt. Und demnach stellt er sich in praktischer Weise auf den Boden wie ein Feind Gottes. Denn alles, die Welt ist ein Feind Gottes. Und wer diese Welt liebt, steht in praktischer Weise wie ein Feind Gottes vor Gott. Natürlich bleibt ein wiedergeborener Christ ein Kind Gottes, aber er lebt so, als ob er ein Feind Gottes wäre. Und demnach kann er auch die Liebe des Vaters nicht mehr genießen. Er steht nicht mehr in der Liebe des Vaters in praktischer Weise. Das heißt nicht, dass er die Erlösung verliert, die Errettung verliert, aber in praktischer Weise steht er nicht mehr im Genuss der Liebe des Vaters. Das ist die Folge, wenn ein wiedergeborener Christ der Welt gleichförmig lebt oder sie liebt. Zusammengefasst heißt das, ein wiedergeborener Christ ist dem Wesen nach kein Teil mehr dieser Welt. Er hat die Welt überwunden, indem er von Neuem geboren ist. Aber es besteht nach wie vor die Gefahr, die Merkmale, die Prinzipien, die Angebote des Zeitlaufes dieser gefallenen Welt zu lieben und sich ihr anzupassen. Und die Konsequenz ist eben, dass er auf diese Erde Segen verliert, nicht mehr in praktischer Weise in der Liebe des Vaters steht und aber auch dann Belohnung verliert am Richterstuhl Christi, wobei er die ewige Erlösung nicht verlieren kann. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, dieses Thema besser zu verstehen. Falls du noch weitere hilfreiche Videos sehen willst, dann abonniere doch am besten gleich den Kanal und schaue dir nun dieses Video an.